Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Und zu den Babelsberger Sternennächten. In diesem Rahmen wird uns heute Marcel Pawlowski etwas erzählen zum Tanz der Zwerggalaxien. Da hat er ja auch einen sehr interessanten Vortrag schon hier bei uns auf dem Kanal. Und da wird er heute ein paar weitere Themen aufgreifen, Fragen beantworten. Wie kommt es denn überhaupt zu so einer Spiralgalaxie, zu dieser ausgewiesenen Form beispielsweise? Also freuen wir uns drauf. Hallo und willkommen zu meinem Kommentarcheck. Ich werde jetzt mal versuchen, ein paar von den Fragen zu beantworten, die ich auf mein Video bekommen habe. Ja, also nochmal als Erinnerung, es ging um dunkle Materie und den Tanz der Zwerggalaxien. Wie bewegen sich die Zwerggalaxien um die Milchstraße und andere Galaxien in unserer Umgebung? Und wie stimmt dies mit kosmologischen Modellen überein? Es gab einige Fragen zu einigen Aspekten meines Vortrags. Fangen wir einfach mal mit der ersten an. Die ist von Thorsten Kruse und sagt, dass diese Beobachtungen, die ich beschrieben habe, also die Zwerggalaxien bewegen sich hauptsächlich entlang einer bevorzugten Richtung und entlang flachen Ebenen. Das kann man damit erklären, dass vielleicht eine Galaxienkollision gab und diese Galaxien jetzt darin entstanden sind, als sogenannte Gezeitenzwerggalaxien. Und Thorsten Kruse fragt jetzt, dass diese Beobachtungen und Deutungen ja dann auch bedeuten, dass die drei Galaxien, die ich als Beispiel aufgeführt habe, die Milchstraße, Andromeda und Centaurus A, ja dann auch eine Galaxienkollision erlebt haben müssen. Und ob das denn wahrscheinlich ist, rein statistisch. Ja, es ist tatsächlich so, dass in unserem kosmologischen Standardmodell davon ausgegangen wird, dass Galaxien durch Verschmelzung wachsen und entstehen. Das heißt, im frühen Universum gab es sehr viel mehr Galaxienkollisionen als wie wir sie heutzutage beobachten. Insofern ist es schon recht wahrscheinlich. Konkret für die drei Beispiele gibt es auch Hinweise. Hier auf der linken Seite in dem Video sehen wir, das ist die Milchstraße im Zentrum und das sind die Orbits der momentan bekannten Zwerggalaxien in unserer Umgebung, insbesondere der großen und der kleinen Magellanschen Wolke. Und man sieht, dass die auch eine Reihe von Satelliten mit sich reinbringen. Und das ist sozusagen eine derzeit passierende Galaxieninteraktion. Die große Magellanische Wolke ist relativ massiv. Man schätzt heutzutage sogar fast nur, ja, vielleicht sogar ein Fünftel der Milchstraßenmasse. Das heißt, das geht schon in den Bereich einer massiven Galaxienkollision. Für Andromeda gibt es einen ähnlichen Vorschlag, dass so etwa 8, 9 Milliarden Jahre vor unserer Zeit zwei Galaxien kollidiert sind und das Überbleibsel dieser Kollision ist die Andromeda-Galaxie. Wieder mit einem Massenverhältnis von etwa 1 zu 4. Aber wie man in dieser Simulation sieht, wird auch vorhergesagt, dass dabei Gezeitenzwerggalaxien entstanden sind aus diesen Bruchstücken, diese dichteren Bereiche hier drüben. Und für Centaurus A gibt es auch Hinweise. Und man sieht in diesen Aufnahmen hier sehr schwache Strukturen, die allerdings darauf hindeuten, dass es da Ströme oder Schalen von dichteren Sternverteilungen gibt, die wiederum Signaturen von vergangenen Galaxienkollisionen sein können. Was auch hier auf der rechten Seite wieder durch Computermodelle bestätigt wird. Also auch in den Computermodellen gibt es hier diese schalenförmigen Überdichten an Sternen, die sehr gut mit der übereinpasst, die man in den beobachteten Daten sieht. Und das deutet darauf hin, dass es da auch eine Galaxienkollision gab, in dem Fall sogar vor nur etwa 2 Milliarden Jahren. Es gab eine Reihe Fragen zu dieser Animation der Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien. Also was man hier nochmal sieht, man schaut sozusagen von oben auf eine Galaxie wie die Milchstraße, die ist sehr dicht im Inneren und dann hat weniger Sterne im äußeren Bereich, hat sehr deutliche Spiralarme und wir wissen, dass die sich drehen. Und mit Messungen können wir feststellen, wie schnell dreht die sich. Wenn man ausschließlich die Masse anschaut, die sich in den Sternen und im Gas in dieser Galaxie befindet, wie gesagt, ist am dichtesten im Zentrum, würde man erwarten, dass die Geschwindigkeit nach außen hin abnimmt. Was man allerdings beobachtet, ist, dass die Geschwindigkeit relativ konstant ist. Und die Frage hier ist, ist diese Geschwindigkeit, die hier eingezeichnet ist, ist das eine Winkelgeschwindigkeit, also wie schnell bewegt sich die Materie relativ zu unserer beobachteten Richtung, oder ist es eine absolute Geschwindigkeit im Raum? Und ja, es ist tatsächlich die absolute Geschwindigkeit. Wenn es die Winkelgeschwindigkeit wäre, eine konstante Winkelgeschwindigkeit würde bedeuten, dass die Galaxie sich als eine feste Scheibe bewegt. Das würde man einen Teller nehmen und den drehen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Absolutgeschwindigkeit an jedem Punkt ungefähr gleich schnell ist. Das heißt, ein Stern im inneren Bereich der Galaxie braucht für eine Umrundung kürzere Zeit als ein Stern im Außenbereich, weil sie zwar die gleiche Geschwindigkeit haben, aber der Weg im Außenbereich natürlich sehr viel länger ist. Eine Frage, die damit zusammenhängt. Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Messung schließt sich hier nicht so ganz, weil beide Galaxien ja zu jedem Zeitpunkt völlig gleich aussehen. Gut, zum einen ist es ein Modell und das ist eben der Kern dieses Problems,
dass wir ausschließlich von der Beobachtung einer Galaxie im Optischen, also einfach nur wenn wir einfach nur ein Bild einer Galaxie haben, wissen wir natürlich nicht, wie schnell die sich dreht. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit wäre eben, dass die Geschwindigkeit abfällt, so wie man das in der Newtonschen Dynamik erwartet, ohne dunkle Materie. Und die andere Möglichkeit wäre, und das ist eben das, was beobachtet wurde, dass die Geschwindigkeit mit dem Radius konstant bleibt. Was dann aber impliziert, dass wir entweder dunkle Materie vorhanden haben in dieser Galaxie oder aber, dass die Gravitationsgesetze vielleicht modifiziert werden müssen. Die nächste Frage hat auch wieder hiermit zu tun, von Hans Baumer. Wenn aber die Außenbereiche solch einer Galaxie sich genauso schnell bewegen, genauso schnell rotieren wie das Zentrum, wie entsteht dann die Spirale? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn die Winkelgeschwindigkeit konstant wäre, würden sich alle Bereiche der Galaxie natürlich um den gleichen Winkel bewegen, in der gleichen Zeit, dann hätten wir wieder so eine flache, wie ein Teller Rotation. Was wir aber haben, ist sozusagen eine differenzielle Rotation. Die inneren Bereiche wickeln sich häufiger um das Zentrum als die äußeren Bereiche. Das heißt, wenn wir eine Spirale in einer Galaxie haben, sollte die innerhalb relativ kurzer Zeit aufgewickelt werden. Und dann sollten wir sie eigentlich so nicht mehr sehen können. Wenn diese Spirale sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt wie die Sterne in der Galaxie. Das ist aber nicht der Fall. Diese Spiralen sind keine sozusagen festen Strukturen, die eingebrannt in die Galaxie sind, sondern es sind Überdichten. Es sind sozusagen Spiralen in der Dichteverteilung der Galaxie. Wenn jetzt ein Stern oder eine Gaswolke, sagen wir, sich entlang der Galaxie bewegt und in diese Überdichte hineinfällt, wird es etwas schneller. Und wenn es wieder rausbewegt auf der anderen Seite, wird es etwas langsamer. Das verdichtet also die Materie entlang dieses Spiralarms nochmal. Und das kann wiederum dazu führen, dass diese Gaswolken, die sich durch solch eine spiralförmige Überdichte bewegen, anfangen zu kollabieren und Sterne bilden. Das heißt, entlang dieser überdichten Spiralarme gibt es mehr Sternentstehung. Sternentstehung heißt, dass da viele junge, heiße Sterne entstehen, die sehr viel heller sind und auch nicht so lange leben. Die massivsten, hellsten Sterne leben nicht so lange wie die anderen. Das heißt, sobald diese Gaswolken mit den neuen Sternen sich aus der Spirale hinaus bewegen, sind einige der jüngsten, heißesten, hellsten Sterne bereits am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Und das wiederum führt dazu, dass vor allem entlang dieser Spiralarme diese hellen blauen Sterne zu sehen sind. Und das betont nochmal die Präsenz dieser spiralen Überdichten. Noch eine Frage bezogen auf diese Rotation von Galaxien von Marianne Schneider. Sie sagt, dass hier dunkle Materie angezogen wird, um zu erklären, warum Sterne nicht die Galaxie verlassen. Also wenn wir diese gemessene Rotationskurve haben und davon ausgehen, dass die Galaxie ausschließlich die gesehenen Sterne und die beobachteten Gasmassen enthält, aber keine dunkle Materie, dann würde die Außenbereiche sich so schnell bewegen, dass die Sterne eigentlich wegfliegen müssten. Deshalb nimmt man an, dass wir dunkle Materie hinzufügen müssen. Ihr Kommentar ist, dass hier nicht auf die Verteilung dieser Geschwindigkeit eingegangen wird. Also ich habe eigentlich nur gesagt, wir müssen weitere Masse hinzufügen und dann passt das schon. Sie hat aber recht, dass wenn wir diese Masse sozusagen nur im Zentrum der Galaxie hinzufügen würden, dann hätten wir weiterhin einen Abfall nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz. Dann würden wir sozusagen eine Kurve wie hier bekommen, die nur etwas höher geht und dann aber auch abfällt. Das heißt, der Trick ist, dass die dunkle Materie auch anders verteilt sein muss als die Materie in Sternen und im Gas. Und das nennt man eine dunkle Materie-Halo. Die sind dann ungefähr so verteilt, zwar auch dichter im Zentrum, aber enthalten immer noch sehr viel Masse auch in den äußeren Bereichen. Und indem man sozusagen die Verteilung der dunklen Materie so anpasst, dass es mit der Rotationskurve übereinstimmt, kann man eine Erklärung für diese Rotationsgeschwindigkeit finden. Gehen wir mal zum anderen Thema. Das ist eine Frage von Alexander Zielka. Können die Zwerggalaxien nicht auch aus den Jets gefallen sein? Denn jede Galaxie war auch mal ein aktiver Quasar. Was damit gemeint ist, ist hier illustriert an der Centaurus A-Galaxie. Also das ist eine große elliptische Galaxie, aber man sieht hier diese Jets. Das sind hochenergetische, ausströmende Gase, die vom Zentrum, sozusagen angetrieben von einem supermassiven schwarzen Loch im Zentrum, sich ausbreiten, aus der Galaxie herausschießen. In relativ großen Skalen. Allerdings nicht in den Skalen, die für die Satellitengalaxienverteilung relevant sind. Also die Satellitengalaxien befinden sich noch weit außerhalb dieses Bereichs. Das sind sehr heiße Gase, die sich sehr schnell bewegen. Es ist sehr schwierig, daraus Gaswolken zu formen, die die Sterne bilden könnten. Zwar auch eine Frage, die ich relativ häufig bei wissenschaftlichen Konferenzen schon gehört habe, aber in dem Fall hilft es leider nicht, eine Antwort zu finden, weshalb Zwerggalaxien bevorzugt entlang dieser Richtung verteilt sind. Hinzu kommt, dass diese Jets sich radial von der Galaxie wegbewegen. Die Zwerggalaxien, da finden wir aber eben, dass sie sich sozusagen näher an Kreisbahnen um die Galaxie bewegen, auf diesen Radialbewegungsrichtungen. Insofern passt das leider nicht
wirklich mit den Beobachtungen zusammen. Zwei Fragen, die einander relativ ähnlich waren, deshalb kombiniere ich die hier mal. Das ist einmal Michael Zimmermann. Wieso kann in den Gezeitenabend nicht doch dunkle Materie enthalten sein? Ob man diese eventuell nicht existente dunkle Materie denn gut genug kennt, um das auszuschließen? Zweite Frage, warum sollen diese Zwerggalaxien aus Kollisionen keine dunkle Materie enthalten? Okay, dann nochmal zum Hintergrund. Wir beobachten im Universum, dass Galaxien kollidieren. Hier sieht man zum Beispiel eine Galaxie wie die Milchstraße von der Seite und eine sozusagen von oben gesehen, die beide sehr eng beieinander liegen. Und man kann sich sozusagen vorstellen, dass die jetzt kollidieren werden. Wenn man das umdreht, sieht man, dass in einem anderen Modell wieder eine Scheibengalaxie von oben gesehen und eine von der Seite. Die hatten wohl offensichtlich gerade eine Kollision. Und es gibt diese Gezeitenarme, die hier entstehen und Gas strömt von der einen in die andere. Und in diesen Überbleibseln einer Kollision mit diesen Gezeitenarmen kann man entlang der Gezeitenarme auch sehen, dass sich neue Systeme bilden. Das sind diese sogenannten Gezeiten-Zwerggalaxien, die dann in einer relativ kohärenten Art und Weise sich um die Hauptgalaxie bewegen werden, weil sie eben aus diesem gemeinsamen Arm entstanden sind. Das Gleiche kann man hier auch in Computersimulationen sehen. Hier auch das sozusagen ein Äquivalent dieses Bildes, eine Scheibengalaxie von oben, eine von der Seite gesehen, die kollidieren dann. Man dreht das Ganze um, sieht dann hier diese Scheibengalaxie, jetzt diese Scheibengalaxie hier von der Seite, die andere ebenfalls. Und dann sieht man eben, dass hier ein Gezeitenarm rausgestoßen wird. Dieser Gezeitenarm bewegt sich unterstützt von dem Orbit dieser Galaxien und dem internen Drehmoment, mit der diese Scheibengalaxien sich bewegen. Deshalb ist er so kohärent. Und gleichzeitig relativ kalt, wie wir sagen. Also er ist relativ dünn abgeflacht und hat das Gases deshalb in der Lage, entlang dieses Gezeitenarms zu kondensieren und kleine neue Sternentstehungsgebiete zu bilden, die dann wiederum sich in Gezeitenzwerggalaxien entwickeln. Und der Grund, weshalb die dunkle Materie dann nicht in diesen Gezeitenzwerggalaxien enthalten ist, liegt darin, dass dieser dunkle Materie-Halo sich nicht so verteilt wie die Sterne und das Gas in einer Galaxie, sondern eben sehr viel größer ausgebreitet ist, mit sehr viel mehr Masse auch in den Außenbereichen. Und vor allem bewegt sich diese dunkle Materie nicht in dem gleichen Art und Weise wie die Sterne und das Gas in einer Galaxie entlang einer dünnen Scheibe, sondern fliegt praktisch eher chaotisch um die Hauptgalaxie herum. Das heißt, wir haben erst sozusagen eine kugelförmige Verteilung von dunkler Materie und bei der Kollision wird die zwar so ein bisschen verzerrt, aber beteiligt sich nicht im gleichen Maße in dieser kohärenten Bewegung wie das Gas und die Sterne in einem Gezeitenarm. Und deshalb ist für die Entstehung dieser Zwerggalaxien nur das Material in Sternen und vor allem im Gas steht nur dieses Material zur Verfügung. Es gibt Möglichkeiten, das so ein bisschen zu modifizieren. Es gibt auch wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu, dass es vielleicht einen Teil der dunklen Materie geben könnte, der auch wie das Gas kühlen kann und sich dann ebenfalls in einer scheibenförmigen Verteilung um eine Galaxie anordnen könnte. Dieses Material könnte dann tatsächlich entlang dieses Gezeitenarms ebenfalls an der Entstehung von Gezeitenzwerggalaxien mitwirken. Allerdings sind die Beobachtungsdaten inzwischen so gut, dass man ausschließen kann, dass das ein großer, signifikanter Anteil der dunklen Materie sein kann. Insofern ist es eine absolut berechtigte, realistische Vermutung, passt aber leider nicht mit den uns bekannten Einschränkungen auf die Natur der dunklen Materie zusammen. Okay, dann gibt es ein paar Fragen zum Thema dieser Gezeiten-Zwerggalaxien und der Interaktion von zwei Galaxien, der Kollision und den Simulationen davon. Hier noch einmal eine Frage von Marianne Schneider. Zu den Gezeitenmodellen muss ich sagen, dass ich es sehr zutreffend finde. Dieses dürfte auch ohne dunkle Materie auskommen. Und ob die Simulation eigentlich mit oder ohne dunkle Materie gemacht wurde. Ich denke, die Simulation, um die es geht, ist diese hier, die ich auch in meinem Vortrag gezeigt hatte. Zwei Galaxien kollidieren, so wie ich es gerade in der vorherigen Frage beschrieben habe. Und dann entsteht eben dieser Gezeitenarm. Und man sieht hier kleine neue Galaxien formen. In der Simulation wird es nicht gezeigt, aber tatsächlich ist die mit dunkler Materie gemacht worden. Das heißt, um diese Galaxien herum gibt es große Wolken dunkler Materie, die sich mit ihnen bewegen. Darauf aufbauend dann die Frage oder der Kommentar, dass es doch eigentlich auch ganz wichtig wäre, Simulationen ohne dunkle Materie zu machen, um zu schauen, was der Unterschied ist. Und das ist tatsächlich auch gemacht worden. Da gibt es jetzt hier zu dieser konkret keinen Film. Aber in dem Fall geht es darum, eine Milchstraße und eine Andromeda-Galaxie könnten in der Vergangenheit, wenn wir annehmen, es gibt keine dunkle Materie, aber stattdessen modifizierte Gravitation, könnten die Milchstraße und Andromeda in der Vergangenheit bereits eine Kollision erfahren haben und sozusagen aneinander vorbeigeflogen sein und sind jetzt gerade am Umdrehen und sozusagen kurz davor, sich das zweite Mal zu begegnen. Und solche Simulationen sind durchgeführt worden und es
passt tatsächlich halbwegs zusammen mit der Anordnung der Zwerggalaxien in unserer Umgebung. Das heißt, die Orientierung, in der die Zwerggalaxien hauptsächlich verteilt sind, lässt sich reproduzieren mit diesen Bruchstücken dieser Galaxienkollisionssimulation. Etwas konkreter, die Frage, mich hätte interessiert, was die Voraussagen für die modifizierte Gravitation sind, insbesondere auf die Entstehung von Galaxien mit Zwerggalaxien, wenn es solche Simulationen gibt. Also es gibt nicht sehr viele Simulationen, das eben war eine. Das hier ist eine etwas fortgeschrittenere Simulation, die eben auch die Dynamik von Gas berücksichtigt, auch die Entstehung von Sternen. Das ist ein Paper von 2016 von Florent Renaud. Hier war das Ziel, die Antennengalaxien zu reproduzieren. Das heißt, zwei Galaxien, die gerade dabei sind zu interagieren und sehr ausgedehnte, prominente Gezeitenarme zeigen. Auf der linken Seite ist es sozusagen eine klassische Simulation mit normaler newtonscher Dynamik, auch unter Vorhandensein von dunkler Materie. Man sieht sozusagen die beiden Galaxien in der Simulation, eine hier und dann gibt es dazwischen relativ große Arme von Gas und eine Brücke zwischen den beiden und auf der anderen Seite ebenfalls einen Arm. Das gleiche System wurde hier mit modifizierter Gravitation aufgesetzt und wird im gleichen Maßstab gezeigt. Das heißt, das System ist hier sehr viel größer. Man sieht auch, dass in der modifizierten Gravitation hier diese Strukturen innerhalb der Arme entstehen. Das liegt daran, dass sozusagen mehr Anziehungskraft vorhanden ist für die Masse in diesen Gezeitenarmen, dass Gas und die Gaswolken dadurch besser kollabieren können und eher Strukturen entstehen. Was man auch sieht, wie gesagt, ist, dass die Gesamtstruktur sehr viel größer ist. Das liegt daran, dass durch diese Kollision die Anziehungskräfte in der modifizierten Gravitationsdynamik das Material zu sehr viel größeren Entfernungen geschleudert werden kann. Und die Interaktion dauert länger. Das liegt daran, dass wenn wir dunkle Materie-Halos um unsere Galaxien haben, dann verlieren die Galaxien, wenn sie umeinander kreisen, relativ viel Energie an diese dunkle Materie-Halos. Die Halos werden verformt und es führt dazu, dass die Galaxien zueinander einspiralen und dann am Ende verschmelzen. Dieser Prozess dauert in der modifizierten Gravitationsdynamik sehr viel länger. Und dementsprechend machen die beiden Modelle sehr, sehr deutlich unterschiedliche Vorhersagen. Allerdings sehr unterschiedliche Vorhersagen, wenn man die gleichen Anfangsbedingungen annimmt, so wie bei diesen beiden Modellen. Man kann auch sehr viel ähnlichere Strukturen entwickeln, wenn man die Anfangsbedingungen dementsprechend anpasst, um die beobachtete Struktur heute zu reproduzieren. Das heißt, es ist immer noch relativ schwierig, das zu testen, weil wir immer nur ein Bild einer Situation sehen und nicht genau wissen, wo kommen diese Galaxien her und was waren ihre anfänglichen Bedingungen, bevor sie kollidiert sind. Hören wir mal auf mit Simulationen. Nächste zwei Fragen sind auch wieder miteinander verwandt. Ronny66 fragt, dass ich mal von Zwerggalaxien spreche und mal von Sternenhaufen in meinem Vortrag. Und die Frage ist dann, kann man das gleichsetzen? Oder gibt es Unterschiede, wann sagt man, dass etwas ein Sternenhaufen ist und wann sagt man, dass es eine Zwerggalaxie ist? Palantir 135 hat dieselbe Frage eigentlich. Die kleinsten Zwerggalaxien, sind das eigentlich Sternenhaufen? Ja, illustrieren will ich das hier mit diesem Bild von 9 verschiedenen Zwerggalaxien in unserer Umgebung. Die größte ist die große Magellanische Wolke. Fornax ist auch relativ bekannt und hell. Und dann geht das runter bis zu diesen ganz, ganz kleinen Zwerggalaxien wie Pictoris 1. Wo man im Zentrum nur eine Handvoll Sterne auflösen kann. Ja, die Antwort auf die Frage ist tatsächlich eine, die auch immer noch aktiv in der Wissenschaft diskutiert wird. Dadurch, dass wir inzwischen Zwerggalaxien finden, die nur eine Handvoll, Hunderte von Sternen enthalten, wir aber auch von Sternenhaufen wissen, die Hunderte, Tausende, Zehntausende Sterne enthalten, gibt es einen gewissen Überlapp bei der Sternanzahl. Man kann sich dann anschauen, wie sind die verteilt. Aber es ist tatsächlich so, dass bei den massenärmsten Systemen es keine klare Unterscheidung zwischen diesen beiden gibt, wenn man sich ausschließlich anschaut, wie viele Sterne sind da drin und wie groß sind die Systeme. Wie wir das als Astronomen dann unterscheiden, ist eher im Sinne von, wie bewegen sich diese Sterne. Deutet es darauf hin, dass diese Sternansammlung dunkle Materie enthält, das heißt, sind die Sterne relativ schnell unterwegs, dann ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine Zwerggalaxie handelt. Wenn die Sterne so langsam unterwegs sind, dass ihre eigene Gravitation ausreicht, dann ist es üblicherweise als Sternenhaufen identifiziert. Oder man kann auch schauen, wie haben die Sterne sich gebildet und wie viele Populationen von Sternen gibt es. Das heißt, sind alle Sterne zusammen in einem einzigen Ereignis entstanden, also aus einer Gaswolke, dann ist es üblicherweise ein Sternenhaufen. Gab es aber mehrere Phasen von Sternentstehung, beispielsweise eine Gaswolke ist kollabiert, hat Sterne gebildet, ist dann wieder von diesen Sternen etwas rausgepustet worden, aber es wurde weiteres Gas hinzu akkretiert und es gab eine weitere Phase von Sternentstehung. Das ist das, was üblicherweise in einer Zwerggalaxie passiert. Das heißt, mit detaillierteren Beobachtungen können wir dann doch noch
zumindest mit relativ guter Wahrscheinlichkeit sagen, was ist eine Zwerggalaxie und was ist ein Sternhaufen. Eine Frage von Game Changer. Wie sieht das mit den Kugelsternhaufen aus? Bewegen sie sich ebenfalls in einer Scheibe um die Milchstraße? Dann nochmal als Erinnerung, wenn wir die Milchstraße von der Seite, von außen betrachten und uns anschauen, wie sind Galaxien und um diese verteilt, die Galaxien sind hier in Gelb und in Grün markiert, dann kann man feststellen, dass die sich in einer bevorzugten, abgeflachten Orientierung befinden. Und tatsächlich gibt es eine Anzahl von Kugelsternhaufen, die sich in einer ähnlichen Verteilung befinden. Die sind hier in Blau markiert. Die sind etwas zentraler verteilt. Es gibt nur ein paar in den Außenbereichen, aber zumindest die, die in den Außenbereichen liegen, stimmen damit überein, dass sie einer ähnlichen Verteilung folgen wie die Zwerggalaxien. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass diese Kugelsternhaufen vielleicht eingefallen sind zusammen mit Zwerggalaxien und dementsprechend einer ähnlichen Verteilung folgen. Wohingegen es andere Kugelsternhaufen gibt. Die meisten Kugelsternhaufen sind entweder eher kugelförmig um die Milchstraße verteilt oder bewegen sich tatsächlich innerhalb der Ebene der Milchstraße und sind sehr, sehr viel näher an unserer Galaxie als diese Zwerggalaxien. Und das ist dann vermutlich eine andere Population, die eher mit der Galaxie, mit unserer Milchstraße selbst entstanden ist. Und was die Bewegung angeht, einige dieser Kugelsternhaufen, die in den Außenbereichen sind, bewegen sich tatsächlich entlang dieser Struktur, andere nicht, aber dadurch, dass sie sich weiter im Zentrum befinden, bleiben sie praktisch innerhalb dieser Struktur, auch wenn sie sich in eine andere Richtung bewegen. Es ist sehr schwierig zu sagen, was ihre ursprüngliche Bewegungsrichtung war, weil es, je näher man an der Galaxie ist, deutlichere Änderungen ihrer Orbitalrichtung geben kann, als in den Außenbereichen, wo sie einmal alle paar Milliarden Jahre einen Orbit vollführen. Eine Frage von Lina Lapu. Mich würde interessieren, ob es anstatt der dunklen Materie auch andere gute bzw. plausible Erklärungen für den Gravitationslinseneffekt gibt. Also der Gravitationslinseneffekt kann sich ja so vorstellen, wir sitzen auf der Erde und wir beobachten eine sehr, sehr weit entfernte Galaxie. Aber zwischen dieser Galaxie und uns befindet sich eine andere Galaxie oder auch ein Galaxienhaufen. Irgendwann ein recht massives Objekt. Und während das Licht von der weit entfernten Galaxie sich auf uns zubewegt, wird es gravitativ abgelenkt von dieser Masse in der Mitte dazwischen. Und das führt dazu, dass die Lichtstrahlen praktisch gebündelt werden können und wir beispielsweise eine hellere Hintergrundgalaxien sehen können. Oder man sieht auch teilweise diese Einsteinkreuz, da hat man die Hintergrundgalaxie im Zentrum, aber sieht vier weitere Bilder dieser selben Galaxie in der Umgebung, die sozusagen leicht andere Blickrichtungen zeigen. Dieser Effekt ist sehr gut verstanden in der allgemeinen Relativitätstheorie. Man kann damit bestimmen, wie viel Masse sich auf dem Weg zwischen dieser Hintergrundgalaxie und uns befindet. Und das wiederum deutet darauf hin, dass es eben dunkle Materie gibt. Allerdings, und das ist die Antwort auf die Frage, auch ohne dunkle Materie, wenn man annimmt, dass es ein modifiziertes Gravitationsgesetz gibt, kann man einen ähnlichen Effekt erwarten. Dann muss man immer noch Masse dazwischen haben, aber dann reicht es wahrscheinlich aus, eine normale Galaxie zu haben. Und dadurch, dass die Gravitationsgesetze modifiziert sind, braucht man eigentlich auch eine modifizierte Relativitätstheorie. Und die wiederum kann erklären, dass man diese Bilder sieht. Hier konkret zwei Beispiele für dieses Einsteinkreuz. Gibt es tatsächlich Modellrechnungen, die Positionen dieser hellen Punkte vorhersagen können. Und auch für den sogenannten Bullet Cluster, eine Kollision zweier Galaxienhaufen, in der man durch den Gravitationslinseneffekt bestimmen kann, wo wie viel Masse verteilt ist. Auch diese Beobachtung lässt sich reproduzieren mit dieser modifizierten Gravitationstheorie. M. Walter fragt, hat dunkle Materie nur einen gravitativen Einfluss auf baryonische Materie, also auf normale Materie, Stern und Gas, oder auch auf die dunkle Materie selbst? Und die Antwort ist einfach, ja, dunkle Materie hat auch einen Gravitationseinfluss auf sich selbst. Aber, nächste Frage von Marc Schmidt, hat damit zu tun, interagiert dunkle Materie mit sich selbst, Gravitation ausgenommen? Das ist eine sehr interessante Frage in dem Zusammenhang. Also ja, dunkle Materie fühlt seine eigene Gravitation. Wenn ich eine Wolke dunkler Materie hier habe und eine andere hier, die ziehen sich an. Aber es gibt auch Modelle, in denen dunkle Materie weitere Eigenschaften, weitere Interaktionen haben kann, die sozusagen über das einfachste Modell hinausgehen. Im einfachsten Modell haben wir wirklich nur dunkle Materie, hat ausschließlich Gravitation als Wechselwirkung. Und das nennt man dann im Allgemeinen kalte dunkle Materie oder warme dunkle Materie, wenn die Teilchen sich etwas schneller bewegen. Und das führt dann zu diesem Bild hier. Das ist eine Verteilung von dunkler Materie um etwas, das eine Milchstraße sein könnte. Im Zentrum hat man relativ viel dunkler Materie, drumherum gibt es diese kleinen Punkte, kleinere dunkle Materie-Halos, die eben Satellitengalaxien darstellen können. Und man kann diese Simulation dann mit verschiedenen Arten von dunkler Materie durchführen. Also zum einen die kalte dunkle Materie, sehr massive dunkle Materie-Teilchen, die sich sehr langsam bewegen und deshalb sehr viele Strukturen auf kleinen Skalen bilden.
Man kann warme dunkle Materie wählen, dann sind diese dunkle Materieteilchen weniger massiv und bewegen sich etwas schneller und das wischt kleinere Strukturen aus. Das ist das Bild auf der rechten Seite. Das heißt, man sieht zwar immer noch, die großen Strukturen sind ähnlich, auch diese großen Zwerggalaxien drumherum haben ähnliche Eigenschaften und Positionen, aber viele von den ganz kleinen Punkten sind einfach verschwunden, bilden sich in dieser Art der dunklen Materie nicht. Beide Arten der dunklen Materie haben keine weitere Wechselwirkung als Gravitation. Aber es gibt auch Modelle sogenannter SIDM oder Self-Interacting Dark Matter, also selbst interagierender dunkler Materie. Und in dem Fall kann es dazu führen, dass wenn zwei dunkle Materieteilchen sich begegnen, sie nicht nur gravitativ wechselwirken, sondern auch eine weitere Wechselwirkung haben, die dann dazu führt, dass diese Teilchen aneinander streuen. Das heißt, es gibt einen deutlicheren Energieaustausch zwischen den Teilchen. Und das führt dann wiederum dazu, in diesen Modellen, dass es gerade im Zentrum von massiven Galaxien, also von massiven dunklen Materie-Halos, ein Energieaustausch stattfindet, der dazu führt, dass die Dichteverteilung sich etwas abflacht. Das heißt, während in der normalen, sozusagen einfachsten dunklen Materie eine sehr, sehr hohe Dichte dunkler Materie vorliegt, durch die Streuung der Teilchen in der selbst interagierenden dunklen Materie kann es dazu führen, dass in diesen Modellen eine abgeflachtere, weniger dichte Verteilung an dunkler Materie vorliegt. Das kann dann andere Eigenschaften haben, zum Beispiel auf die interne Dynamik von Galaxien. Man würde dann erwarten, dass die Sterne sich im Zentrum einer solchen Galaxie nicht ganz so schnell bewegen wie in einem einfachen dunklen Materiemodell. Es kann noch komplizierter werden. Das ist eine Frage, die sich darauf zieht, haben wir nur die Auswahl zwischen dunkler Materie oder modifizierter Gravitation? Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Und es ist tatsächlich aktive Forschung in den letzten Jahren getätigt worden an Hybridlösungen. Beispielsweise ist ein Vorschlag die sogenannte superfluide dunkle Materie. Das heißt, dunkle Materie in dem Fall verhält sich auf großen Skalen erstmal so wie normale dunkle Materie, kleine Teilchen durch die Gegend schwirren. In einem Galaxienhaufen, wo diese Teilchen sehr schnell unterwegs sind, verhält sie sich auch so, wie wir es sozusagen von normaler dunkler Materie in unseren Theorien kennen. Wenn man dann aber zur Skala von Galaxien geht, wo die Teilchen sich relativ gesehen langsamer bewegen, kann es dazu führen, in dem Modell zumindest, dass sich ein sogenanntes Superfluid bildet. Das ist ein anderer Phasenzustand der Materie. Man kann sich das so vorstellen wie in Phasenübergang, zum Beispiel in Wasser. Wenn Wasser sehr heiß ist, ist es flüssig und die Teilchen bewegen sich schnell. Und wenn man das dann auf unter 0 Grad kühlt, friert es ein. Das heißt, es gibt dann diesen Phasenübergang und die Teilchen bewegen sich nicht mehr, sondern werden ein kohärentes Objekt, ein Stück Eis. So ähnlich kann man sich das bei diesen Galaxien in diesem Modell vorstellen. Was dann aber zusätzlich die Eigenschaft hat, dass, wenn es diesen superfluiden Zustand gibt, zusätzliche Wechselwirkungen freigeschaltet werden können, die dann wiederum so etwas wie eine modifizierte Gravitation reproduzieren können. Da gibt es einige Forschungsarbeiten zu, ist natürlich alles sehr spekulativ, aber ja, es gibt tatsächlich die Versuche, verschiedene Ansätze der Lösung dieses dunklen Materieproblems zu kombinieren, um nicht nur entweder dunkle Materie oder modifizierte Gravitation zu haben, sondern vielleicht die Erfolge beider Modelle miteinander zu kombinieren. Eine sehr lange Frage, die sehr schnell beantwortet ist, eher ein Kommentar. Dunkle Materie ist ja irgendwie ein blöder Name, weil wir sehen sie ja nicht. Deshalb hatte ich, glaube ich, in meinem ursprünglichen Vortrag auch gesagt, wir sollten es vielleicht lieber transparente Materie nennen. Es geht darum, dass dunkle Materie ursprünglich so genannt wurde, weil man sie nicht gesehen hat. Aber ursprünglich wussten wir nicht, ob es sich tatsächlich um eine neue Materieform handelt, so wie wir es jetzt vermuten, ein neues Elementarteilchen. Es hätte auch so etwas wie braune Zwerge, Planeten sein können, die mir ursprünglich als die ersten Hinweise auf die Existenz dieser Diskrepanz in der Bewegungsgeschwindigkeit von Galaxien aufgetreten sind. Da konnte man die Antwort noch nicht wissen und da hat sich dann eben dieser Begriff der dunklen Materie durchgesetzt, weil man davon ausging, dass alles, was nicht strahlt, wir nicht sehen können und dementsprechend ja, ist dunkel eine gute Beschreibung. Heutzutage wissen wir, es ist nicht nur dunkel, es gibt keine Abschattung durch dunkle Materie, es gibt keine Aussendung von Licht in anderen Wellenlängen, wie zum Beispiel Infraroten, was man von braunen Zwergen beispielsweise erwarten würde. Da man das alles ausschließen kann, sollten wir es heute vielleicht lieber transparente dunkle Materie nennen, aber die Astronomie ist eine Wissenschaft mit historischen Traditionen und wir sind sehr unflexibel darin, neue Begriffe einzuführen, gerade bei einem Begriff, der so weit verbreitet ist. Deshalb, wir nennen es dunkle Materie, aber wir wissen, es ist transparent, man kann durchschauen, man sieht es nicht, es gibt keine Wechselwirkung mit dem Licht.
Nick Wies hat eine Frage, wie das mit der Masse von schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien aussieht. Ob die auch berücksichtigt werden in diesen ganzen Simulationen, in diesen ganzen Rechnungen. Dafür können wir eine kleine Beispielrechnung machen. Die Masse des schwarzen Loches in unserer Milchstraße sind ungefähr 4 mal 10 hoch 6, also ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen. Die Gesamtmasse an Sternen in unserer Milchstraße liegt bei ungefähr 6 mal 10 hoch 10, also einige 10.000 Mal mehr. Und wenn man dann noch schaut, wie viel Masse in dunkler Materie müsste um die Milchstraße herum verteilt sein, das ist ungefähr 1 Billion Sonnenmassen, also etwa fast 1 Million Mal mehr als in dem dunklen schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Deshalb werden diese schwarzen Löcher üblicherweise vernachlässigt. Es gibt Simulationen, in denen tatsächlich schwarze Löcher mit simuliert werden, vor allem, weil sie eben eine Auswirkung auf das Gas in der Umgebung haben können, beispielsweise diese Jets bilden können. Aber auf die Dynamik der Galaxie und der umgebenden Satellitengalaxien hat die Masse des schwarzen Loches keinen Einfluss. Deshalb kann man das bei diesen Rechnungen zumindest vernachlässigen. Eine Frage: Bedeutet modifizierte Gravitation nicht auch modifizierte Relativitätstheorie und müsste da nicht einiges neu interpretiert werden? Die Antwort ist ja, und das macht es relativ schwierig. Es gibt gerade in MOND, also dieser modifizierten newtonschen Dynamik, das ist hauptsächlich ein phänomenologisches Modell. Es gibt einige Ansätze, das auf eine relativistische Basis zu stellen. Das heißt, es ist möglich. Einige dieser Modelle sind bereits ausgeschlossen worden, weil die Vorhersagen machen, wie beispielsweise, dass sich Gravitation mit einer anderen Geschwindigkeit, dass das Licht ausbreitet, die sind heutzutage beobachtungsmäßig bereits ausgeschlossen. Es gibt aber andere Ansätze, in denen das tatsächlich funktioniert. Es ist keine leichte Aufgabe. Und welche konkreten unterschiedlichen Vorhersagen, welche von diesen potenziellen alternativen Modellen machen, das ist Gegenstand aktiver Forschung. Frage von Blob. Wie soll man sich das vorstellen mit dieser modifizierten Gravitation? Das passiert das ab einer gewissen Größenskala, dass die Gravitation sich so ein bisschen anders verhält als im Labor oder wie läuft das? Ich beantworte das erstmal nur für diese modifizierte Newtonsche Dynamik, also MOND. Und da ist der Knackpunkt nicht eine Größenskala, also nicht ab der Skala von Galaxien passiert das oder ab der Skala von Galaxienhaufen passiert es nicht mehr, sondern es passiert auf einer Beschleunigungsskala. Das ist vielleicht ein bisschen unintuitiv, aber die Idee ist folgende. Wir haben hier auf der einen Achse die Beschleunigung und auf der anderen Achse haben wir die Diskrepanz relativ zu dem, was wir aus normaler Newtonscher Dynamik erwarten. Also in Newton ist das Beschleunigungsgesetz sieht das so aus, also Gravitationskonstante mal Masse geteilt durch das Quadrat der Entfernung. Und in der modifizierten Gravitationstheorie würde es so aussehen, sodass der Abfall nur noch 1 durch die Entfernung ist und nicht 1 durch das Quadrat der Entfernung. Und was hier drin auftaucht, ist eine kritische Beschleunigung. Das heißt, das ist die Grenze, ab der diese Modifikation wirklich wichtig wird. So, und wo die liegt, das kann man sich hier anschauen. Auf der x-Achse haben wir die Beschleunigung eines Systems und hier ist eben die Diskrepanz. Was hier eingezeichnet sind, sind kleine Symbole. Das hier ist zum Beispiel das Symbol für die Erde. Das ist die Beschleunigung der Erde um die Sonne. Oder die Beschleunigung der äußeren Planeten oder hier der Pioniersonden. Diese sind alle noch sehr, sehr, sehr viel größeren Beschleunigungen ausgesetzt als Galaxien. Galaxien fangen hier drüben an. Und erst auf der Skala sieht man eine Diskrepanz von der erwarteten Verteilung in der Newtonschen Dynamik, die hier bei der 1 liegen würde. Und der Grenzwert liegt ungefähr hier, bei 10 hoch minus 10. Also viele, viele, viele Größenordnungen entfernt von den Beschleunigungen, die im Sonnensystem vorherrschen. Und deshalb ist es auch so schwierig, diese Gravitationstheorie zu untersuchen, weil wir keine Labormessungen dazu machen können. Die Beschleunigung auf der Erde selbst ist sehr, sehr viel höher als die Beschleunigung, die wir untersuchen wollen oder ab der diese Diskrepanz auftritt. Selbst wenn wir die Erde verlassen, uns in einem Orbit um die Sonne begeben, ist die Beschleunigung immer noch sehr viel höher und wir erwarten gar nicht diesen modifizierten Effekt. Erst auf der Skala, der Beschleunigungsskala von Galaxien sollte er auftreten. Dann noch eine Frage, auch wieder bezüglich Dimensionen. Welche Rolle spielt es, dass sich Gravitation nur mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt und ob das in den Simulationen berücksichtigt wird? Da können wir auch wieder einen kurzen Größenordnungsvergleich machen. Die Galaxie, unsere Milchstraße, rotiert mit vielleicht 250 Kilometern pro Sekunde. Das ist so die Geschwindigkeit, die vorherrscht. Das ist auch ungefähr die Geschwindigkeit, mit der sich Satellitengalaxien hauptsächlich bewegen. Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist also mehr als ein Faktor 1000 schneller
als die Galaxiengeschwindigkeiten. Deshalb kann man das vernachlässigen. Man kann annehmen, dass sich die Gravitation instantan ausbreitet, ohne große Fehler zu machen. Anders sieht das aus, wenn man dann sozusagen sich in die Umgebung eines schwarzen Lochs begibt. Und da muss man dann wirklich schauen, dass es relativistische Effekte gibt. Dafür muss man dann eben entsprechend auch andere kompliziertere Computercodes benutzen. Auf der Skala von ganzen Galaxien, was für diese Forschung relevant ist, ist die Lichtgeschwindigkeit so schnell immer noch, dass wir annehmen können, dass sich die Information instantan verbreitet. So, dann noch eine Frage zu den Eigenbewegungsmessungen. Also wir wollen wissen, wie schnell bewegt sich eine Galaxie am Himmel. Wir können die Bewegung auf uns zu oder von uns weg mit dem Doppler-Effekt bestimmen, aber um zu bestimmen, ob eine Galaxie sich nach rechts oder links bewegt und wie schnell, da wird eben hauptsächlich Folgendes eingesetzt. Wir stehen mit unserem Teleskop irgendwo, machen eine Aufnahme eines Sterns oder einer Galaxie im Vordergrund im Vergleich zu Hintergrundobjekten, Sterne oder auch weit entfernte Galaxien. Warten ein paar Jahre, machen noch eine Aufnahme, nachdem der Stern sich bewegt hat und können dann feststellen, der hat sich relativ zu denen so und so weit bewegt. Wenn die Hintergrundobjekte weit genug weg sind, können wir annehmen, dass sie statisch sind und wissen deshalb, wie schnell hat sich dieses Vordergrundobjekt bewegt, beispielsweise eine Galaxie. Die Frage ist jetzt, wie denn eigentlich sichergestellt wird, dass der Hintergrund sich nicht bewegt oder ob es ausreicht, nur die Relativgeschwindigkeit zu wissen. Ja, wir möchten natürlich die Absolutgeschwindigkeiten wissen. Dementsprechend sollten wir schon sicherstellen, dass der Hintergrund sich nicht bewegt, zumindest nicht am Himmel. Natürlich bewegt sich alles im Universum irgendwie, aber die Geschwindigkeiten sind, die Winkelgeschwindigkeiten von weit entfernten Objekten sind vernachlässigbar. Wie weit entfernt sind die Hintergrundobjekte, die man hierfür heranziehen kann? Also die Satellitengalaxien der Milchstraße, das ist der Vordergrund, also das hier, sind ungefähr 500.000 Lichtjahre entfernt. Die Hintergrundobjekte, beispielsweise sehr helle Quasare, fangen so bei 1,2 Milliarden Lichtjahren an. Wieder, die Diskrepanz ist so groß, dass der Hintergrund wirklich als statisch angenommen werden kann über ein paar Jahre, während der Vordergrund sich bewegt. Dementsprechend die Hintergrundbewegung, die Hintergrundobjekte haben quasi null Winkelgeschwindigkeit. Dementsprechend wissen wir, wenn der Vordergrund sich relativ zum Hintergrund bewegt hat, das ist tatsächlich die Geschwindigkeit des Vordergrunds.